Resultat dessen, dass man Geldgeber von bürgerlicher Seite gesucht hat und das Projekt deshalb so lange lief. Also von Anfang an war dieser Kompromiss dabei. Das heißt, die Frankfurter Schule musste ohne eine Kraft auskommen, die sie aus der Versumpfung im bürgerlichen Akademiebetrieb hätte herausretten können. Das heißt auch gleichzeitig, der Prüfstand der Praxis entfällt. Wir sagen ja, unsere Theorie ist deshalb so stark und so mächtig, weil wir sie in der Praxis überprüfen können. Wir können sie anwenden. Das konnte die Frankfurter Schule nicht einfach als bürgerlicher Universitätsbetrieb. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Also man kann nicht theoretisch diskutieren, ob was richtig oder falsch ist, sondern der Beweis dafür ist immer die Praxis und nichts anderes. Und wir sagen ja auch, die wichtigsten Lehren hat Marx aus der Praxis gezogen, ob das jetzt die ökonomische Analyse des Kapitals ist, wo er sich mit Engels groß auseinandergesetzt hat, der ja selber eine Firma geleitet hat, die von seinem Vater in Manchester, ob das jetzt die Lehren aus dem Klassenkampf sind, wie die Pariser Kommune, wo er das mit dem Staat geschrieben hatte, was ich gerade gesagt habe, oder was man will. Das sind alles Lehren aus der Praxis und kein hohles Akademiegefasel. Wie ging es weiter mit der Frankfurter Schule? Also Karl Grünberg war nicht lange Direktor, der wurde ganz schnell durch einen Schlaganfall arbeitsunfähig. Sein Nachfolger wurde Max Horkheimer, der später zusammen mit Theodor Adorno die theoretische Orientierung des Instituts festlegte. Also ich meine, de facto waren Horkheimer und Adorno die Frankfurter Schule. Also wenn man sagt, Frankfurter Schule, sind das die ersten beiden Namen, die einem einfallen. Der eine war halt der Direktor, Horkheimer, und Adorno, das ist die Geistesgröße in Deutschland schlechthin, wenn man sich jetzt nicht zu Goethe zurückwenden will oder sowas. Als Horkheimer sein Amt antrat, sprach alle Welt von der Krise des Marxismus. Ich habe das ja schon gesagt, mit der Weimarer Republik, die Klassenkämpfe waren zumindest aus der revolutionären Phase völlig abgeebbt. Also revolutionäre Situation herrschte nicht mehr. Weltweit hatte es im Gefolge der Oktoberrevolution ja eine revolutionäre Situation gegeben, die existierte auch nicht mehr. Die Arbeiterbewegung hatte ganz im Gegenteil eine blutige Niederlage nach der anderen verzeichnen müssen. Das Erreichen der klassenlosen Gesellschaft war fürs Erste wieder in weite Ferne gerückt. Was in der Realität gescheitert war, zumindest für dieses Mal, versuchte Horkheimer natürlich in der Welt des Geistes noch irgendwie zu retten. Weil klar, musste ja irgendwie ein Einkommen haben, um sein Institut am Leben zu erhalten. Denn ansonsten hätte die Frankfurter Schule ja jede Existenzberechtigung verloren. Also das heißt, so aus dieser Logik heraus hat er schon gesagt, nö, den Klassenkampf schließe ich mich nicht an, obwohl das natürlich andere Vorentscheidungen waren, die finanzieller Natur waren. Dann hat er ein Programm herausgegeben, das hieß dann Überwindung der Krise des Marxismus vermittels der Durchdringung von Sozialphilosophie und empirischen Sozialwissenschaften. So meinte er, die Krise des Marxismus lösen zu können. Und zu dem Zweck erfand er die sogenannte kritische Theorie. Also kritisch, wenn jemand schon kritisch hört im Rahmen von einer Theorie oder sowas, dann sollten jedem wirklichen Marxisten die Ohren wehtun, bis einem das Trommelfell platzt. Weil dahinter versteckt sich immer Reformismus noch und nöcher, wenn nicht noch viel, viel, viel Schlimmeres. Was unter kritisch berühmt geworden ist, hier in Deutschland vor allem oder in Westeuropa, ist von Karl Raimund Popper der kritische Rationalismus. Ja, im Endeffekt muss man sagen, das ist ein Agnostizismus. Also der hat gesagt, man kann überhaupt keine Theorie über die Welt haben. Quasi war das der Vorläufer der Postmoderne, der gesagt hat, wir können überhaupt keine gewissen Fakten über die Welt sammeln, weil wir verfügen halt über einen sehr begrenzten Wahrnehmungsapparat und sowas und wir können nur unser Bestes versuchen, aber die Welt verändern, vergesst es. Also er hat sich zum einen gegen die Psychoanalyse gewandt, gegen Sigmund Freud. Da hat er dann gesagt, ja, wer dem widerspricht, der ist dann einfach psychisch krank. Und dasselbe hat er dann auf den Marxismus angewandt, wobei er Stalinismus und Marxismus in einen Topf warf. Und dann gesagt hat, ja, wer was anderes sagt, der steht halt einfach auf der anderen Seite der Barrikade. Und damit hat sich's dann für den Marxismus. Agnostizismus ist im Endeffekt auch, wo Engels halt geschrieben hat im Anti-Düring, dass man Agnostiker nicht überzeugen kann. Also jemand, der sagt, jede Tatsache ist anzweifelbar, hat gesagt, darüber kann man lange diskutieren, da wird man zu keinem Punkt kommen, sondern letztendlich bleibt nur das in der Praxis zu beweisen. Anders kann man den Agnostizismus nicht widerlegen. Und genau das ist ja das, was der bürgerliche Akademiebetrieb nicht macht. Zumindest nicht in den Geisteswissenschaften. Zurück zur Überwindung der Krise des Marxismus vermittels der Durchdringung von Sozialphilosophie und empirischen Sozialwissenschaften. Horkheimer vertrat die Auffassung, dass die Dialektik den Motor der Geschichte bildet, in eben diesem Programm. Auch das tut richtigen Marxisten schon wieder in den Ohren weh. Dialektik ist nur eine abstrakte Form, in der philosophisch die Prozesse des Wandels erklärt werden. Also das heißt, es ist eine ganz abstrakte Kategorie.
Und nichts Abstraktes kann irgendwie der Motor der Geschichte sein. Also natürlich schon, aber da sagen wir, es ist der Klassenkampf und nicht die Dialektik, irgendwie so ein Zweig der Philosophie, in dem man versucht, den Wandel zu erklären und in philosophische Begriffe zu fassen. Für uns Marxisten sind die Arbeiter die treibende Kraft zur klassenlosen Gesellschaft, denn nur die Arbeiterklasse hat das objektive Interesse, die Konkurrenz zu vernichten, weil sie unter ihr leidet und nicht, wie die Bourgeoisie von ihr profitiert. Horkheimer erfüllt den Begriff Dialektik aber mit anderem Inhalt. Für ihn sind die Kräfte, Zitat, die auf eine bessere Gestaltung der menschlichen Verhältnisse hintreiben, vor allem das rationale, kritische Denken selbst. Völliger Idealismus. Also das ist viel krasser nochmal formuliert worden später von Erich Fromm, der auch zur Frankfurter Schule gehört, und zwar in der Exilzeit in New York, oder ich weiß gar nicht, ob er selber in New York saß, aber auf jeden Fall in den USA. Da hat er sein Buch Haben oder Sein geschrieben, was jeder wahrscheinlich mal gelesen hat im Laufe seiner Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen, wo er auch schreibt, die Welt kann verändert werden, indem Wissenschaftler feststellen, was die menschlichen Bedürfnisse sind und die dann irgendwie erfüllen. So als ob Wissenschaftler nicht in dieser Welt leben würden, als ob Wissenschaftler nicht Expertisen erstellen würden, die dem Auftraggeber am besten passen, weil der bezahlt die ja auch schließlich, als ob nicht auch Psychoanalytiker an der Flasche hängen könnten oder sowas. Also als ob es wirklich bessere Menschen wären, die objektiv in der Lage wären, die Welt und die Menschen zu beurteilen. Weil Denken und die Wissenschaft an sich aber bisher keine Instrumente zur Erkämpfung des Sozialismus waren, konnte mit ihnen ja auch laut Horkheimer irgendwas nicht stimmen. Also das musste ja auch Horkheimer sehen, dass die Wissenschaft an sich ja auch nichts bringt. Hat er auch gesehen, und er schrieb, wieder ein Zitat, es mangelt der Wissenschaft an Selbstreflexion. Also das heißt, an den Universitäten, und soweit hat Horkheimer ja auch recht, sind die einzelnen Disziplinen ins Extremste unterteilt. Je mehr Disziplinen und Professorenstühle es gibt und je enger das Feld ist, das gelehrt oder studiert wird, desto besser. Also das heißt, es gibt eine Vielzahl von Sozialanthropologen, die sich nicht mit Archäologie beschäftigen, von Ökonomen, die sich nie der Funktionsweise einer einzelnen Firma gewidmet haben, und von Sozialwissenschaftlern, die die grundlegendsten Tatsachen der Wirtschaftsgeschichte ignorieren. Also das heißt, das müssen die gar nicht berücksichtigen, weil die haben ihr Fach und können sich da als Fachidiot austoben, wie sie nur wollen. Sie brauchen es nicht zu berücksichtigen. Was die Frankfurter Schule jetzt tat, war, sie forderte Interdisziplinarität. Also, dass untereinander abgeglichen wird, die verschiedenen Forschungsergebnisse, und damit man dann zur gesamten Gesellschaft Stellung beziehen kann. Und da taten sich die Frankfurter auch hervor. Trotzdem verfiel die kritische Theorie zu einem bloß betrachtenden Denkmodell, das als Handlungsanleitung überhaupt nichts taugte. Das Problem ist ja gerade, wenn man interdisziplinär arbeiten will, braucht man ja einen festen Bezugspunkt. Man kann ja nicht alles mit allem verbinden und denken, da kommt per se was Besseres raus. Also sowas kennt man auch von der Esoterik. Und so ist die Frankfurter Schule auch in vielen Bereichen geendet, nämlich als Esoterik. Man verbindet alles mit allem und weiß zum Schluss überhaupt nicht mehr, worauf man hinaus will. Also das heißt, es wurde wirklich alles mit allem verglichen, abgeglichen, was weiß ich nicht was. Und zu den Ergebnissen komme ich gleich nochmal. Ich will nur nochmal darauf hinweisen, dass für uns, für unser Denken, für unser Theoriegebäude, ist die Arbeiterdemokratie der Dreh- und Angelpunkt. Lenin hat das mal geschrieben. Wirklicher Marxist ist nur derjenige, der nicht den Klassenkampf anerkennt oder dieses oder jenes, sondern anerkennt die Diktatur des Proletariats. Wer sich da irgendwie versucht, so einen Umweg zu bahnen, den kann man nicht Marxisten nennen. Das ist nur ein Laberkopf. Also Laberkopf hat Lenin jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber er hat gesagt, für einen Marxisten ist es unerlässlich, die Diktatur des Proletariats anzuerkennen. Also das, was wir heute als Arbeiterdemokratie bezeichnen. Und wenn man sich auf die Arbeiterklasse stützt, dann kommt man überhaupt nicht auf die Idee, den Staat als Gemeinwesen zu bezeichnen. Dann weiß man, dass der Staat das Unterdrückungsinstrument der herrschenden Klasse ist. Dann weiß man, dass die treibende Kraft in der Geschichte nicht die Dialektik ist, sondern der Klassenkampf oder die Entwicklung der